Also, was war das Letzte, was wir hatten heute? Oder das Erste, was wir hatten? Die Frage. Für alle, die sich fragen, was abgeht, wir spielen heute wahrscheinlich in etwa so bis 21 Uhr. Hat ein bisschen mit meinem Kopf zu tun, wie lang es dann letztendlich wird. Ich habe also ganz lightly ein bisschen Kopfschmerzen. Ich hoffe sehr darauf, dass sich das gleich einfach erledigt, und es gleich besser wird, wenn ich ein bisschen mehr getrunken habe. Man weiß ja, Cola hilft sehr, sehr gut gegen Kopfschmerzen. Deswegen trinke ich auch sehr gerne Cola gegen Kopfschmerzen. Hört man den Sarkasmus daraus? Nein, wahrscheinlich nicht. Gut. Geil, Shusha. Sehr, sehr cool. Dann freue ich mich für dich mit dem Umzug. Wir haben angefangen mit unserer wundervollen Königin Myra, ne? Hexe, Schildmaid, Furchtesserin, gebürtige Furchtesserin, Wikingerin, zum Schluss ein bisschen reizbar, aber auch ein Wintersoldat, galant, ein Jungjäger, ein zäher Soldat, ein aggressiver Angreifer, leider auch eine Mörderin, robust und zum Schluss gebrechlich, aber wirklich erst zum Schluss. Und sie hat angestartet als Gräfin in Schweden und ist zur Königin geworden und hat unter sich vereint Schweden, Norwegen und Estland. Wir haben dann einige Kinder bekommen, haben unseren direkten Erben enterbt, unseren Spielererben gedodged, weil er gestorben ist, bevor wir gestorben sind, und sind dann direkt in unseren Enkel rein. Und unser Enkel hat sich gedacht, Norwegen, Schweden, also Estland hat er nicht bekommen, Estland hat ja der jüngste Sohn dann bekommen, aber er hat sich gedacht, okay, Norwegen und Schweden, das reicht uns noch nicht, und hat unter sich vereint Dänemark und außerdem auch England. Wir haben auch England. Jawohl. Wir haben mittlerweile auch einiges an Kindern, und einiges, sehr vieles an Kindern, haben da gerade schon ein paar enterbt. Normalerweise spiele ich nicht mit Enterben, aber dadurch, dass wir versuchen, ein sehr besonderes Achievement hinzubringen, habe ich gedacht, okay, bis wir dieses Achievement haben, danach nicht mehr. Und außerdem deswegen, weil unser jüngster Sohn und jetzt Erbe bereits gut genug ist, damit wir mit ihm unsere Blutlinie weihen lassen können, was ziemlich krass ist. Ja, das sind unsere Nachfahren. Es sind sehr, sehr viele. Potenziell werden es noch mehr. Wir sind nämlich erst 46 und unsere Frau ist erst 38 und wir haben auch noch zwei Konkubinen. Und die eine ist erst 26, ist auch unsere Cousine und hasst uns. Und die andere ist 39. Da wird es wahrscheinlich eher nichts mehr werden, aber mal gucken. Jawohl. Also wir werden vielleicht potenziell noch ein paar Kinder mehr kriegen. Wir werden es sehen. Wir versuchen zum jetzigen Zeitpunkt das Hochkönigreich der Nordsee zu schaffen. Und das ist der Grund, warum ich gerade mit Enterben spiele. Normalerweise, weil das gerade auch im Chat steht, wie macht man das mit den Kindern, wenn man nicht will, dass das Reich zerfällt? Die smoothste Lösung zu spielen, ohne zu enterben und ohne Kinder umzubringen, ist einfach für die Kinder direkt Gebiete einzunehmen. Du musst dich ein bisschen fühlen wie die Wirtschaft. Die Wirtschaft möchte durchgehend Wachstum. Aber Wachstum kann nicht unendlich sein und kollabiert immer ein bisschen. Das heißt, dein Charakter möchte unendlich viel Wachstum anstreben. Und wenn er dann sein Reich abgibt, wird er immer ein bisschen dieses Wachstums verlieren. Aber das ist nicht schlimm. Das heißt, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, Schweden einnehmen möchtest und du möchtest ganz Schweden in den Händen deines Charakters haben, dann nimmst du dir zum Beispiel Estland, so wie ich das gemacht habe, und klaust dir Estland, damit einer deiner Söhne, die nicht weiter erben, dann einfach statt Schweden zu zerreißen, nach Estland geschoben werden können. Also der einzige Grund, warum ich das Königreich Estland gegründet habe in der vorletzten Generation, das hat ja mein Onkel, war ja nur, um die Erbfolge zu fixen, damit der halt einen Königstitel bekommt, aber halt mir da drinnen keinen Königstitel wegreißt. Der hat dann zwangsweise Estland und Dänemark bekommen. Dänemark habe ich ihm wieder abgeknüpft, das habe ich gebraucht. Und Estland habe ich ihn behalten. Und wenn du halt immer so einnimmst, quasi, dass deine anderen Kinder wieder Sachen erben können, dann ist das auch gut für deine Dynastie, weil Estland ist ein eigenes Königreich, unabhängig von mir. Und das bedeutet, ich bekomme Bekanntheitspunkte, weil ich einen König in meiner Familie habe, der nicht in meinem Königreich ist und
nicht mein Vasall ist. Und sonst versuchst du halt auch einfach, also ist, du verlierst ja immer nur, die Titel, die quasi gleich zu deinem Rang sind. Also wir haben halt jetzt momentan, wir sind sehr am Anfang noch, wir haben noch Bundteilung. Das heißt, Titel können sich auch noch selber kreieren in der Nachfolge. Das heißt, es hilft nicht, einfach einen Herzogtitel nicht auszuheben, der schafft sich selbst. Und wenn du selbst ein Herzog bist und dein jüngerer Bruder bekommt einen Herzogtitel, ist er unabhängig von dir. Wenn du ein König bist und du hast sonst nur Herzogtitel und es schafft sich auch kein Königstitel, dann ist es egal, dass die Titel zu deinen jüngeren Brüdern gehen, weil er ist einfach dein Vasall. So. Ist geil. In meinem Fall habe ich jetzt das Problem, dass zwei Königreiche zerfallen würden, weil halt, also wir waren 5 Söhne, jetzt sind wir nur noch 3, das macht es ein bisschen leichter. 6 Söhne waren wir sogar. 2 habe ich enterbt, 1 habe ich zum Priester gemacht, den lasse ich noch enterben, das ist eh ein Konkubinenkind, und den behalte ich als Backup, sicherheitshalber, falls was schief geht. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe ja, also die leichteste Lösung in meinem Fall wäre einfach ein Großreich gründen. Ich glaube, ich müsste at this point auch, ja, ich kann ein Großreich gründen, theoretisch gesehen. Damit wäre das Problem dann halt bei mir vorbei, weil dann wäre ich ein Großkönig. Aber wir wollen halt dieses Achievement machen, Hochkönig der Nordsee. Und Hochkönig der Nordsee sagt, ich muss Norwegen, England und Dänemark 30 Jahre halten. Und das ist eine ziemliche Herausforderung. Und deswegen, ja, wir werden auf jeden Fall sehen, wie gut das funktioniert. Wir müssen hier auch noch ein paar Sachen einnehmen. Das eine macht gerade schon mein Vasall für mich. Da geht es um dieses Gebiet. Und wir brauchen noch dieses Gebiet. Dem konnte ich vorhin nicht mehr den Krieg erklären, weil wir gerade erst im Krieg waren. Ich hatte seinen Vater, glaube ich, hinrichten lassen, damit der... Ah, nevermind, das war der, mit dem ich keinen Krieg anfangen konnte. Dem kann ich das jetzt auch noch abnehmen. Das machen wir jetzt auch gleich. Weil dann haben wir, wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir dann, genau, ich muss das Nordseeherzland komplett haben. Das heißt, mir fehlen diese 2 Sachen, das haben wir alles. Und hier haben wir auch schon alles, da fehlt nur noch das hier. Aber das wird gerade schon von meinem Vasallen für mich eingenommen, eigentlich. Ja. Von meinem Cousin, der auch mit meiner Tochter verlobt ist. Ja, das ist die Sache. Gut, das wird spannend. Nordschleswig auch noch. Nordschleswig? Habe ich noch was übersehen? Nee, das haben wir schon. Das ist alles innerhalb der Grenzen, das ist alles schon meins. Das hat gefehlt im letzten Stream. Aber das hatten wir zum Schluss noch gemacht. Dankeschön, Pat, für die Erinnerung. Genau. Und wir wollten hier noch gucken. Genau, weil es gibt... Genau, es gibt die Auftrittsehre und es gibt das Recht, sich beweisen zu dürfen. Ich glaube, das sind die 2 Dinge, die Schildmeiden ermöglichen. Und diese funktionieren ein bisschen anders mit den Boni. Oder? Das ist neu, ja, Henry. Ich weiß halt noch nicht, was ich sonst noch drinnen haben möchte. In meiner Kultur. Kriegerische Bewunderung wäre halt mega gut. Das wäre halt mega passend. Das könnten wir sogar jetzt schon reinpacken, ne? Kriegerische Bewunderung. In der Theorie.
geübte Piraten. Versehrtenverehrung. Wäre auch cool. Das ist sogar noch krasser. Vormunde können Befehlshabereigenschaften an ihre Mündel übertragen. Das ist auch mega krass. Das finde ich noch krasser, weil das andere hat das Problem, dass sich die Ritter öfter verletzen. Aber Kampfgeschick plus 5, Anzahl der Ritter plus 2 ist halt auch krass. Kriegerische Bewunderung oder Versehrtenverehrung? Was findet ihr besser? Also das eine ist Versehrtenverehrung, machen wir mal so. Nummer eins wäre Facettenverehrung, das ist dauerhafte Verletzungseigenschaften wie vernarbt, verstümmelt oder einbeinig gewähren Boni. Und Vormunde können Befehlseigenschaften in ihre Mündel übertragen. Und zwei wäre, die Kriegsführerausbildungen sind höher angesehen, die Eigenschaften stümperhafter Knappe, selbstsicherer Ritter, formidabler Bannherr und berühmter Streiter sind höher angesehen, die Eigenschaften Reihe Schwertmeister erhält weitere Boni, auf die Eigenschaften feige und zufrieden wird herabgeschaut, Ritter verletzen sich etwas öfter in der Schlacht, fordert Rivalen zum Zweikampf heraus, alle nordischen Charaktere Verletzungswiderstand plus 5, Anzahl Ritter plus 2. Oder sehr eindeutig. Ja, das mit dem Kindereinfluss ist halt krass, ne? Es ist halt, ich finde das prinzipiell krass, aber ich finde alleine diese Tatsache, dass die Befehlseigenschaften an Mündel übertragen werden können, ist so stark. Küstenkrieger will ich auf gar keinen Fall rausnehmen. Mm-mm. Küstenkrieger ist viel zu stark. Da würde ich Bondi, Wink, Mannen, Vegarane und Huskale verlieren. Mm-mm. Und ich will auch nicht zwei austauschen. Also die Fink-Treffen gehen auch noch raus und so. Aber ich kann halt jetzt eine Sache reinpacken. Und es geht darum, was ich jetzt reinpacke. Da könnten wir gleich Erbberechtigung reinpacken. Und das können wir aber noch nicht machen. Weil der Glaube müsste weiblich dominiert sein, damit das geht. Dankeschön, Maratur, für den Sub. Dankeschön. Dankeschön. Für den Verschenkten. Ja, wir gehen auf, es war eindeutig für die 1 versehrten Verehrung. Das ballern wir mal rein. In 30 Jahren ist es etabliert. Braucht ja auch nicht mehr lange, ne? Yo. Und wir hatten auch einfach 65% drauf. Das passt. Das passt. So. Dann wollten wir dem hier noch den Krieg erklären und diese Grafschaft erobern. Damit das auch zu uns gehört gleich. Diese Pop-ups nerven massiv. So. Alter. Wir haben auch immer noch so, oh Leute,
Wir haben die 20.000er-Marke, was die Armee angeht, überschritten. We did it. 21.000 Mann haben wir jetzt insgesamt. Da hatten wir letztens schon eine Diskussion drüber, Blomquist. Man kann offensichtlich beides sagen. So, wie lange habe ich mit dem noch einen Waffenstillstand? Oh lol. Wir haben den Dude eingenommen, also übernommen, als wir die Schlacht gewonnen haben. Lol. So, wie lange hat der jetzt mit mir Waffenstillstand? Ich sehe das ja nicht, oder? Hm. So, hast du es zufolge noch bekommen? Das ist ganz gut. Wie lange braucht das jetzt noch? Ich würde dem halt gerne helfen. Okay, dem helfen wir auf jeden Fall, weil da geht es um den Thron von meiner Tochter. Und ich will, dass die unbedingt auf einem Thron sitzen bleibt. Und wenn ich das nicht gewährleiste, dass die auf einem Thron sitzen bleibt, dann nervt mich das, weil dann war dieses Bündnis umsonst. Es war halt eine Investition, dem Kleinen da meine Tochter zu geben. Und das muss sich jetzt auch wirklich rentieren. Das geht jetzt nicht, dass dem da jetzt irgendwie was abgenommen wird. Deswegen helfen wir da mal ganz kurz. Ah, ich sehe das bei meinem Charakter, meinem Waffenstillstand. I see. 2 Jahre. Das geht noch 4 Jahre. 4 Jahre, Mann. 4 Jahre. Das ist schon lang. Brauchen wir da überhaupt mehr Armee? Ich pack mich da mal selber sicherheitshalber aus der Armee raus. Weil ich das Gefühl habe, ich sollte vielleicht, wenn ich gerade versuche, noch 30 Jahre zu leben, nicht provozieren, dass ich verletzt werde. Das ist einfach nicht notwendig gerade. Ui, okay. Leviathan wäre Armee-Beutekapazität plus 50%. Das wäre Verschrecken, Vasallensteuerbetrag plus 20. Drachenwurmflag, Diplomatie, Plurumstufe. Gehen wir auf Steuern. Ich bin jetzt zwar ganz kurz im Minus, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Bürgermeisterin hat jemand eine üble Sache bezichtigt. Mein Freund Jal Haftar soll eine außerliche Affäre haben. Seine Affäre Bürgermeisterin Rikiza ist angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Wie kann er es wagen, das heilige Sakrament der Ehe zu beschmutzen? Sind wir nicht alle Wikinger? Ich muss den halt einsperren. Was soll ich machen? Ich mag den halt voll gerne. Und es ist ein Kumpel von mir. Und ich muss den halt einsperren. Das ist halt einfach doof. So, das heißt, ich gehe jetzt einfach hin und sage Begnadigung. So, und dann sage ich, Freilassung verhandeln, ja, Lösegeld. Lösegeld können wir trotzdem von ihm nehmen. Ja, 200, das ist ja nicht so viel. Und er hat ja viel Geld, ne? Und die Begnadigung haben wir mir auch gegeben. Und dann setzen wir ihn auch gleich wieder als Ratsspitzel rein. Und dann passt auch alles. Oh, ich kann noch meinen Sohn als Ratsspitzel einsetzen. Das ist auch cool. Das ist sogar sehr, sehr cool. Oh, wir haben keinen Groß... Almonciere mehr. Ich weiß nicht mal, was der tut. Was machen Großalmonciere nochmal? Äh,
Wir haben auch keinen Erzeugwart mehr. Der atmet. Super. Großalmonsier. Was braucht denn der Erzeugwart, damit der gut ist? Der muss. Bildung, oder? Ah, der ist für die... Ah, I see. Ich wollte ihm helfen, aber ich war zu schlecht dafür, zu helfen. Ups. Die haben ein bisschen mehr Armee, als ich dachte. Super, jetzt habe ich mich alleine hier ausgehoben. Das ist natürlich auch viel wert. Schauen wir mal, was ich da noch ausheben kann. Oder ob er da jetzt nur einen Dude aushebt. Weil das wäre extrem stupid. Okay, von der würde ich 15 Gold kriegen. Und der Sohn von mir kann heiraten. Der sitzt irgendwo in Russland. Die ist 19, du bist 17. Das passt doch gut. Da kriegst du eine gute Frau. So. Grima. Jawohl, du kommst direkt zu mir in die Ausbildung. Das klingt großartig. Und was haben wir noch? Sohn von euch. Ah, das ist der. Was hat der? Was, wie ist der? Nachdenklich und... Ah, der ist nachdenklich. Das heißt, der wird... Upsi. Bildungsding ist eigentlich gar nicht so schlecht bei dem. Ja. Geh dann bei deinem Bruder in den Unterricht. Und dann lernst du Finnisch. Finnisch klingt doch auch gut. Und was spricht der? Der spricht Nordisch und Asatru. Ja, aber du lernst trotzdem auch noch eine Sprache. Du lernst auch Finnisch. Dass meine Kinder schön bilingual auf die Welt kommen hier. Nur weil wir Barbaren aus dem Norden sind, heißt das noch nicht, dass wir Wilde sind, ne? Ui, wir haben uns ein Artefakt geklaut. Ja, wir sind stärker als die Armee. Wir sind stärker. Das habe ich schon vermutet, dass wir stärker sind. Aber ich war mir nicht sicher. Aber wir sind stärker. Also alle sind spannend. Ich nehme jetzt das da oben in Ruhe ein und kümmere mich erstmal nicht um die Armee von denen. Sollen die da unten machen, was sie wollen. Ist erstmal nicht mein Problem. Da kriege ich Geld, das finde ich auch gut. Zu viele gehaltene Herzogtümer. Ja, das ist das Problem, das wir immer noch haben. I know. Ich muss dieses eine Herzogtum hier, warte mal, welches war das denn, was ich da noch abgeben wollte? Schleswig wollte ich noch abgeben. Genau, das war noch das, das ich noch abgeben wollte. Wem wollte ich das nochmal geben? Vasall und Champion von euch. Vasall und Befehlshaber von euch. Vasall und Champion von euch. Ich gebe das einfach der. Ich weiß, die ist grundsätzlich schon echt stark so. Die hat schon echt viel. Aber die ist auch einfach treu. So. Und die hat das im Griff, wenn die da unten irgendwie Scheiße bauen in dem Bereich. Die wird wahrscheinlich irgendwann auf die Idee kommen, dass sie gerne Königin von Dänemark werden würde. Aber das wird einfach nicht passieren. Und dann hat sich das. Und fertig. Was wird gerade belagert? Wait, what?
Habe ich das gerade richtig gelesen, dass irgendwas belagert wird? Ich habe es zu schnell weggedrückt. Also einerseits habe ich hier mir irgendwas noch geklaut, genau, einen Kriegshammer, was schon ganz cool ist. Aber wir haben auch Motten entdeckt. Nee, wir haben ein neues Kulturinteresse. Was haben wir sonst entdeckt? Irgendwas anderes haben wir entdeckt, dass es umgesprungen ist. Ich weiß nicht, was. Was hatte ich denn angeklickt? Onager waren es, glaube ich. Und jetzt gehen wir auf Motten. 53 Jahre. Das werden wir nicht mehr erleben. Das werden wir nicht mehr erleben, meine Freunde. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr mit. Ah, geil, danke für den Tipp, Victor. So, Herzogtum von Ostanglien kann ich schaffen. Gut. Dann habe ich jetzt schon wieder ein Herzogtum zu viel. Das ist ja auch nichts Neues. Wo ist denn Ostanglien? Müsste doch auch irgendwo hier sein, oder? Hä? Ich bin athletisch geworden. Das ist ziemlich nice. Polen, oder? Ist Ostanglien in Polen? Der jammert doch bestimmt gleich wieder, oder? Ach, der ist ein Sodomit. Da wurde aufgedeckt, dass der... Ach, ja. Das ist, stört mich nicht. Das sollten wir aber abgeben. Wo ist das denn? Ja, es war wirklich... Also, es war... Es heißt halt die Haltung von Jana Moda, weil wir es quasi als nordisches Ding halten. Aber original ist es Ostanglien. So ist das, so kommt das, glaube ich, zustande, wenn ich das richtig verstanden habe gerade. Warum hasst die mich? Listig, ehrlich. Ist alles beschissen für ihre Ausbildung. Dann noch am liebsten hinterlistig. Grima Schlangenzunge. Jetzt wird's langsam passend. Leider. Gut, dann bekommst du jetzt... Haltung von Janabada. So, das passt doch ganz gut. Wie lange geht denn jetzt dieser Krieg hier noch? Ich meine, irgendwann muss der doch vorbei sein. Haben wir nicht alles eingenommen, worum es gerade geht? Ach nee, wir sind die Angreifer. I see. Wir sind die Angreifer. Ich dachte, wir verteidigen was, aber wir sind die Angreifer. Mein Fehler. Upsi. Dann wissen wir das jetzt auf jeden Fall. Was ist das für ein Krieg? Eroberung von Häuptlingstum von Lübeck.
Hä? Was ist das denn? Also, hä? Warum würde mich der... Okay, dann warte ich mal, bis sie da sind. Dann warte ich einfach mal, bis sie da sind. Es kann sich ja nicht mehr um allzu viel Zeit handeln, bis sie ankommen, oder? I mean. Dann wird wahrscheinlich ein Krieg übernommen, ziemlich sicher, ja. Ziemlich sicher. Pass auf, wegen der Eingliederung der Titel habe so schon einen Run noch starten müssen, weil ganz Dänemark dann zu Norwegen gehörte. Was wäre daran schlecht? So. Die hasst mich endlich nicht mehr komplett, offensichtlich. Ach so, dann kannst du das Hochkönigreich der Nordsee nicht mehr gründen. Aber ich glieder auch nichts ein. Also, ich habe keine Eingliederung gerade. Ich fördere nur Kultur in meinem eigenen Dingsterbums. Dann nicht mal. Ich glaube, ich mache sogar Entwicklung in Gemeinde. Also, ich glieder nichts ein gerade. Ich warte nur. Und der Titel Königreich von Dänemark vergeht ja nicht einfach verloren, nur weil es so eingegliedert wurde. Das ist ja trotzdem da erstmal. So, deswegen. Bildungslebenswandel klingt erstmal schon mal gut. Und dann schauen wir gleich, wie das läuft. So. Und was ist das jetzt für ein Krieg? Was muss ich denn jetzt hier noch angreifen? Ach super, jetzt werde ich auch noch krank hier. Das ist ja wundervoll. Mir fehlt... Geil. Oh nein, eine Frühgeburt. Sad. Sad. Mir fehlt das hier noch. Und dem Herrn darf ich leider gerade noch nicht den Krieg erklären. Weil wir noch in einem Waffenstillstand sind. Und sonst habe ich alles für das Hochkönigreich. Die greifen ernsthaft Lübeck an. Mir wäre das nicht mal aufgefallen. Mir wäre das halt nicht mal aufgefallen. Also was glauben die eigentlich? Also die Eingliederung passiert auch passiv. Es wurde gerade gesagt, dass du den Titel von Dänemark noch nicht hast. Ich hab den Titel von Dänemark. Was labert der Chat? Hä? Ich hab den Titel von Dänemark. Das ist auch einfach die traurigste Schlacht aller Zeiten. Oh, okay. Das ist eher kritischer.
Ah, guck mal, da kommt noch mehr Armee. Wo wollen die hin? Wir warten auf sie. Die Kreuzzüge machen mir mehr Sorgen. Also die Kreuzzüge machen mir echt viel mehr Sorgen. Wie sie einfach hier gelandet sind und wieder gehen. Das finde ich auch also sehr, sehr lustig tatsächlich. Sehr, sehr lustig. Ah, genau, das wird ja die Tochter, die Frau für meinen Erben. Und wir wollen. Du wirst Kaiserin, das bringt dir nichts, ehrlich zu sein. Die Kreuzzüger scheitern doch eh erstmal ein paar Mal in Jerusalem. I hope so. I hope so. Das wäre sehr wichtig, dass die erstmal scheitern. So. Jetzt haben wir das wieder. Ui. Da ist jemand gestorben, der mich gehasst hat. Und den ich offensichtlich auch gehasst habe, auch wenn ich es vergessen habe. Was ist denn die Hauptstadt hier? Das ist wahrscheinlich die Hauptangriffsstadt, die da mich gerade nervt. Lass uns die einfach mal hier einnehmen gehen. Viel Spaß mit den 19.000 Mann. So, wie sieht es jetzt hier aus mit der Schlacht? Ja, das größte Problem, das wir gerade hier haben, in dieser Schlacht hier, ist, dass diese Gebiete so unterentwickelt sind, dass meine Leute anfangen zu sterben, weil der Schwellenwert halt zu krass ist einfach. Das ist halt ein bisschen doof. Ja, machen wir erstmal die Schlacht hier fertig und dann gucken wir weiter. Das andere geht auch von sich allein. Die müssen ja Lübeck einnehmen. Das tickert ja automatisch gegen, weil sie Lübeck nicht eingenommen bekommen. Deswegen kann mir das ja egal sein. Da kriege ich 50 Gold, da bekomme ich 10 Gold. So. Wer ist Snorri? Warum ist Snorri verletzt? Warum ist mein jüngster Sohn verletzt? Wie zum Fick ist das passiert? Treppe runtergefallen. Mhm. So, Mündel anbieten. Ich will halt das. Du bildest hier schon Leute aus. Schicken wir die mal weg. Und du nimmst dann stattdessen. Los, nimm das. Und du nimmst dann stattdessen meinen Sohn und Spielerben. Der war irgendwo, irgendwas wurde wohl kurzzeitig gedingst, wie heißt das, belagert, was ich nicht mitbekommen habe, wo mein kleiner Sohn war und wo er Schaden bekommen hat. Was eher nervig ist. Da. Du kriegst einen schönen Job. Ja, wahrscheinlich war es irgendeine Plünderung oder sowas. Es war most probably eine Plünderung. Okay, kriegen wir diesen Krieg jetzt bitte endlich fertig? Das kann ja nicht wahr sein. Wie lange soll der Scheiß denn noch gehen? Und warum fängt er den Krieg an, den er alleine einfach nicht gewinnen kann? So. Das war ja von Anfang an klar, dass das nichts wird.
Es war ja von komplett Anfang an klar, dass er diesen Krieg nicht gewinnen wird, der kleine Junge, mit seinen 400 Mann. Ah. KI ist manchmal so heavy einfach. KI ist manchmal so heavy. Haben wir noch einen Waffenstillstand? Ja, immer noch. Ich habe halt keine Armee da drin, das wird ein Gemetzel. Wird Lübeck schon wieder belagert? Lübeck wird schon wieder belagert. Okay, da ist jetzt irgendein Krieg vorbei. Geil. At least something. Und da müssen wir jetzt nochmal die Lübeck-Belagerung wegmachen. Aber ich kann zumindest die große Armee... Hä? Und jetzt ist Schweden hier unten? Hä? Wie? Seit wann gehört uns denn das auch alles? Schweden war doch nicht hier. Und Schweden war auch nicht hier unten. Meine Vasallen fressen sich einfach alleine immer weiter. Ah, seit dem Krieg um Dänemark. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Also das haben die Vasallen eingenommen, das Gebiet hier. Damit hatte ich gar nichts zu tun. Wild. Sehr, sehr wild. Lol. Soll Kiew da sein? Ist das normal, dass... Ist das normal, dass Kiew da ist? Und warum ist Estland da? Hä? Sprach das Schweden in England. Schweden ist wunderschön. Schweden ist einfach generell wunderschön. Das lasse ich mir hier in keinster Weise irgendwie anreden. Schweden ist wunderschön. Und Schweden hat auch bald einen neuen Titel. Und ich möchte mich nicht von euch verurteilen lassen dafür. Das ist nicht in Ordnung. Schweden war schon immer da, wo es ist. Das kommt euch nur komisch vor. Aber das liegt daran, dass ihr nicht so gebildet seid darüber, wo Schweden sein sollte, wie ich es bin. Dankeschön für die 200 Bits und Dankeschön, Assassini, für die 16 Monate. Dankeschön, Dankeschön. Schweden sieht aus wie ein wachsender Tumor. Hey! Nein! Schweden ist wunderschön. Oh Gott, die ist an Herzversagen gestorben. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Und mein Freund Halfdan ist auch gestorben an Verletzungen. Sad. Gott, finally. So, Lübeck gehört also immer noch uns. Das ist schön.
Sie kann jetzt geduldig werden, großzügig oder fleißig. Und sie wird definitiv fleißig. Und wir kümmern uns danach um unser Stresslevel. Stresslevel. Geh ein bisschen Sport machen. Jawohl. Stresslevel. Und dann jagen. Jawohl. Los. Stresslevel. Und dann laden wir ein paar Champions ein. Damit wir stärkere Krieger kriegen. Hier kriegen wir noch Geld. Mein Sohn Thor ritt vor, um unsere Beute zu verfolgen. Ich folgte ihm und als ich ihn erreiche, zieht er gerade einen Pfeil aus einem zu Boden gegangenen Bauern. Als er mich sieht, versteckt er den Pfeil hinter dem Rücken. Das war das Tier, Vater, wirklich. Sie sind gefährlich. Bald wird der Rest der Gruppe uns erreichen und eine Erklärung verlangen. Ich könnte ihn jetzt einfach töten. Und dann hätte ich noch den. Ja, das ist aber der Gute. Mhm. Aber dann wäre die Erbschaft gefixt. Hallo, Krocki. Dann wäre die Erbschaft gefixt, weil da muss ich nur noch den loswerden. Und dann hätte ich nur noch einen Sohn, der erben kann. Aber andererseits ist der auch gerade verletzt und das bereitet mir ein bisschen Sorgen. Ja, aber den Stress kriege ich auch wieder weg. Nee. Er kriegt noch eine Chance. Sehr gut, alle Teilnehmer der Jagd haben 15 Meinungen von mir verloren wegen meinem Sohn. Weltklasse. Gut, dass ich ihn nicht getötet habe, Chat. Enterben ist viel zu teuer. Wie viel? Das mit dem Roleplay über Erbschaft hat ja auch nicht allzu lange gehalten, aber geht mir auch so. Mache ich tatsächlich in diesem Run, das habe ich ein paar Mal schon erklärt, auch nur deswegen, weil ich versuche, ein schweres Achievement zu holen. Sonst würde ich das auch nicht machen. Also das ist das erste Mal seit langem, dass ich wieder irgendwas enterbe. Und das hat einfach damit zu tun, dass ich versuche, das Hochkönigreich der Nordsee zu gründen. Und das ist auch ohne schon schwierig. Das ist auch ohne schon schwierig. Meine Frau ist reizbar und flaggelant. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ach, guck mal. Die mag mich jetzt endlich. Das hat ja gar nicht so lange gebraucht. Kappa. Die ist auch flaggelant. Warum sind die alle flaggelant in meinem direkten Umfeld? Will mir das Spiel damit was sagen? Was macht das? Sie geißelt sich selbst, wenn sie gestresst ist. Der hat überhaupt gar keinen Bock. Der hat wirklich gar keinen Bock, mein Vasalle zu werden. Und ich frage mich, wieso. So, wie viele Jahre muss ich diesen furchtbaren Waffenstillstand noch ertragen? 5 Monate. Geil.
So, da haben wir neue Ritter, das ist gut. Und ich muss mein Stresslevel gleich weiter runterballern. Das ist nämlich gar nicht so gut gerade. Das Stresslevel. Okay, wir könnten noch auf eine Pilgerreise gehen. Aber, oh, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Wir haben ja die Burgen gelernt. Das heißt, ich kann ja jetzt meine... Ach so, das ist schon ausgebaut. Ah nee, ich hatte ja angefangen, die Motten zu lernen. Mein Fehler. Ich kann nur noch Kriegslager bauen und dann bin ich durch. Mehr haben wir dann nicht mehr. Schade, schade. Hat in meinem Rum leider den Glauben reformiert, bevor ich das Kaiserreich gegründet habe. Was war daran schlecht? Ah, meine Tochter Aslaug ist erwachsen geworden. Genau, und die heiratet ja den krassen Dude aus dem Westgotland, der zuerst mit meiner, ich glaube, Schwester verlobt war oder anderen Tochter, ich bin mir nicht sicher, und die ist leider gestorben. Ich glaube, dieser Trunken war das. Genau, mit der war verlobt. Im Kindbett ist sie gestorben, das war's. Und dann habe ich ihm jetzt noch eine zweite Tochter gegeben, eine jüngere, damit unser Bündnis bleibt. Und da werden wir gleich sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ah, dann kriegt man das Achievement nicht. Hm. Persönliche Gottheit haben wir schon. Ich habe momentan Odin für einen Ränkespiel-Bonus und Frömmigkeit vor allem. Und ich habe den wegen der Frömmigkeit drin. Wobei ich gerade... Könnten wir eigentlich mal tauschen, ne? Was hätten wir denn hier? Kriegsführung, Verwaltung, Kampfgeschick, Fruchtbarkeit, Kontrolle. Lass mal auf Freya gehen. Kriege noch ein bisschen Fruchtbarkeitsbonus. Vielleicht kriege ich ja noch ein paar Kinder. Ich habe noch nicht so viele. Vielleicht. Vielleicht kriege ich noch ein, zwei Kinder. Ich habe ja auch noch eine junge Konkubine. Also bei der sollten noch ein, zwei Kinder drin sein. Dann hätten wir noch ein paar. Die wir noch wohin verscherbeln könnten. Der ist wieder gesund, der Kleine. So, genau. Ihr lernt jetzt auch erstmal noch eine Sprache. Gut. Bei meiner Oma waren es 13 Geschwister, also du hast noch Luft. You see? Ja, genau, Mojo. Gibt's Drillinge? Ich glaube, Drillinge gibt es nicht. Ich glaube, Drillinge gibt es nicht. So. Hä? Warum denn Abscheu? Die hasst mich doch gar nicht mehr. Stresslevel ist wieder oben. Warum mag die? Die hasst mich doch gar nicht mehr. Kulturakzeptanz, okay. Hat mich gezwungen, in Kombine zu werden. Von Avancen abgestoßen. Ah, deswegen. Ich hatte wohl einen kritischen Fehlschlag. Schauen wir mal, ob wir sie zu einer Hexe bringen. Das geht auch noch. Großer Ritus kommt durch das Hexenzirkel-Dings der Bumster. Aber ich bin gerade so ein bisschen vorsichtig mit allem. Oh, ich kann die nicht zu einer Hexe machen, weil sie schon eine ist. Das ist auch lustig. Aber ich kriege immer noch keine Avance zu ihr, das ist schade. Gut, haben wir vielleicht irgendwo eine schöne Nachbarsfrau, mit der wir noch eine Affäre anfangen könnten? Wir sind ein alter Lüstling. Das würde sich doch jetzt noch anbieten, irgendwo noch ein Kind reinzusetzen.
Die sind alle so alt, ne? Die sind alle alt und schuppig. Da, 21. Bring mir doch gerne Vulgardoxisch bei. Kannst du deinen Kerker noch leeren? Haben wir wieder einen vollen Kerker? Ich weiß gar nicht. Oh! Die kommt aus einer edlen Familie, ne? Ja, die kommt aus einer edlen Familie, wie es aussieht. Gut. Hallo Kleppi. Nein, ich spiele kein Forest. Ich spiele offensichtlich gerade Crusader Kings 3. Ich habe gerade meinen ganzen Hof, also meinen ganzen Kerker getötet. Jesus. Kann ich dem eine Konkubine anbieten? Ich will halt nicht, dass der aus meinem Gebiet rauserbt, der Dude. Also gucken wir mal, ob der nordisch ist und ob ich ihm eine Konkubine anbieten kann. Da, nimm das Geld. Jetzt ist er also Trusch. Jetzt kann ich ihm eine Konkubine anbieten. Und zwar, aber wir haben keine Junge. Ich habe keine junge Frau auf meinem Hof. Schade. Ich hätte ihm halt gern eine angeboten, die ihm vielleicht noch ein Kind bringt. Aber ich habe keine auf dem Hof, die noch ein Kind bringt. Ich habe keine, die noch ein Kind bringt. Habe ich noch was, was ich... Das ist noch ein Gast von mir. Habe ich noch... Das ist noch ein Gast. Gast und Mündel. Gast. Kann ich noch irgendwas rekrutieren? Nee. Und wo würde der hinerben? Ah, zu der. Und die gehört zu Königin Savna von Novgrad, die mich, glaube ich, nicht mag, weil ich, oh ja, einen Verwandten ermordet habe. Wen denn? Ah! Ihre 26-jährige Schwester. Ups. Ja gut. Das hatte ich vergessen, dass das mal passiert ist. Ja, verstehe ich, dass man da nicht so Bock drauf hat. Kann ich nachvollziehen. Was sind denn da für Kriege gerade? Ich glaube, meine Vasallen bekriegen sich da gerade alle gegenseitig für irgendwelche Gebiete. England ist richtig am Arsch. Häuptling Knut von Sjelland ist gestorben. Ah. Woran ist der gestorben? Wurde erschlagen. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut.
Erschlagen ist echt nicht so gut. Jawohl, der Kleine ist asatruisch geworden. Ist wichtig für die nächste Generation. So, haben wir eine Frau für dich? Guck mal, ich habe eine Enkelin. Ich habe Bothild. Das Problem ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das überlebst. Also, dass du Zielland halten kannst, ist halt gering. Andererseits könnte ich dir die hier geben. Die ist reizbar und ein Keucher, aber es ist eine Süße. Und die hat dann potenziell einen Titel. Und dafür helfe ich dir, dass du da nicht gestürzt wirst. Na, großartig. Das passt doch. Hallo Maverick. Hallo Schrotinski. Ja, aber er hatte halt nur ein Konkubinenkind, das er übrig gelassen hat. Und dieses Konkubinenkind ist halt null. Und das ist halt nicht so gut für ihn. Da stehen drei Mann, ey. Oh! Die Konkubine, die ich geholt habe, die mich hasst, ist schwanger geworden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das überhaupt von mir ist, das Kind? Hallo Hafenhock und hallo Piffer. Ist Keucher Asthma? Ich glaube, ja. Und danke nochmal, Kaske. Vielen lieben Dank wegen den ganzen Subs, ihr Lieben. Das ist ultra krass, dass wir jetzt schon wieder so lange auf über 4000 sind. Vielen lieben Dank. Und hallo Janu. Sie ist vor allem homosexuell. Ja, das ist egal. Also das, man macht ja trotzdem dann Liebe mit denen. So grausam das ist. Zum Liebe machen gehört nämlich tatsächlich nicht so viel Liebe dazu. Crusader Kings 3 motiviert mich einfach wieder mega krass darauf, weiterzuschreiben an meinem Buch. Hallo Glenn. So, haben wir das? Ja, genau, Mango. Das ist immer noch die. So. Meine Schwiegertochter Olena, welche war das denn? Ach, vom Reichsgoden hat ein Kind bekommen. Stain. Stain ist ein guter Name, oder? Stain ist ein schöner Name. Olaf ist auch ein schöner Name. Ich bin für Olaf. Ach, süß. Kleine Süßi, was du da auf die Welt gebracht hast. Ein kleiner, kluger Schatz. Ach, zumindest sind nicht alle Kinder in meiner Dynastie Enttäuschungen, sondern nur ein paar. Das macht mein Leben leichter. Ah, Kasat. Ja, also die haben schon recht schnell Affären. Die haben schon recht schnell Affären. So. Hallo, mein wundervoller Sohn. Du bekommst jetzt noch das. Das sollte dich glücklich machen. Das macht dich offensichtlich auch glücklich. Das ist sehr schön. Und damit habe ich jetzt... Ich habe halt... Oh Gott, okay. Die ist schon unzüchtig. Ja, aber... Die würde sich selbst für Geld rauslassen. Die Tavernen von Ipschis haben unlängst einen regen Zulauf an ruhmsuchenden Kriegern erfahren. Unter ihnen ist eine Gruppe alter und schlachterprobter Veteranen, Huskerle, die nach einem neuen Herrn suchen. Außerdem gibt es eine ganze Schar begeisterter junger Männer, die ununterbrochen davon reden, Ruhm an fremden Ufern finden zu wollen. Ich möchte... erfahrene alte Männer haben, die teuer sind. Und die hier bekehren wir und rekrutieren wir.
Und dann war da ja dieser ältere Mann. Und du wolltest doch... Ach, sonst gebe ich ihm einfach die, was? Also jetzt gerade ist sie noch schwanger. Ich warte jetzt mal ganz kurz, dass das over ist, damit das Kind bei mir bleibt. Aber ihm die zu geben, ist halt krass, weil die hat halt sehr viele Rechte. Ich hätte die auch zwingen können, die Ansprüche abzuschwören, oder? Das hätte ich machen können, oder? Ach, wir setzen das darüber. Das wird schon. Wir schicken die da drüber, dann macht die mir keine Probleme. Dann sitzt sie da drüben. Und der hat vielleicht noch eine Chance, dass der noch ein Kind bekommt und nicht aus meinem Haus rauserbt. Das wäre ganz gut. Oh, ich habe noch eine Tochter bekommen. Iliana ist ein schöner Name. Schön. So. Gut, mit 36 wird das eventuell noch was. Seine beste Chance. Mein Bündnis mit ihm ist ausgelaufen, weil Herzogin Bora nicht mehr... Die ist im Kindbett gestorben. Aber guck mal. Also du bist halt ein krasser Dude, ne? Du bist zwar der Töricht, aber du bist ein krasser Dude. Und du hast einen krassen Haupterben. Und ich denke mir, wir wollen unser Bündnis vielleicht erneuern, indem ich dir meine kleine Tochter hier anbiete. Damit unser Bündnis genau das, damit unser Bündnis genau so bleibt, wie es ist. Seht ihr? Und deswegen mache ich noch immer mehr Babys. Immer mehr Babys. So. Wie lange bin ich denn jetzt schon König? Ich habe jetzt wirklich alles. Jetzt fehlen wirklich nur noch die 30 Jahre. Aber ich weiß nicht mehr, wann ich den Charakter übernommen habe. Kann ich irgendwo gucken, wann ich den Charakter übernommen habe? Mit 72 hatte alles, seit 10 Jahren. Titelgeschichte. Ui. Okay, Schweden habe ich schon seit 1920 tatsächlich. Aber ich glaube, was wir noch nicht, das letzte, was wir dazu bekommen haben, war entweder England oder Dänemark. Ich bin mir nicht sicher. Entweder England oder Dänemark. Dänemark? War Dänemark das letzte? Genau, und das haben wir erst seit 938. Das heißt, das haben wir dann mit 30 Jahren muss ich das halten. Also noch 20 Jahre. Jo, dann bin ich 72. Oh mein Gott. Überlebe ich das? 20 Jahre? Ich gehe mal noch einen besseren Arzt suchen. Einfach nur, um sicher zu gehen.
Ich schreibe einen Dark-Fantasy-Roman, Natze. 72 ist machbar, auf jeden Fall. Aber in der Regel wird es, also... Die ist 41, die ist 25. Kann ich die auch einfach an meinen Hof einladen? Dann ist sie schon mal da. Jawohl. Und dann gebe ich der erstmal einen anderen Job. Weil es gibt ja eigentlich keinen Grund. Wobei, kann ich eigentlich schon austauschen. Die wird halt pisst sein, wenn ich sie rausballer. Die wird halt pisst sein, wenn ich sie rausballer. Heirate nach Ägypten und lass dich einbalsamieren. Hö, das geht? Das geht? Guck mal, der ist erst 39. Und wir haben uns ja jetzt noch die hier dazu geholt, die eine gute Ärztin ist. Und dann denke ich mir, packen wir die mal zusammen. Dann haben die geheiratet. Das ist ein Leibwächter und ein Champion von mir. Dann kriegen wir vielleicht noch ein paar gute Kinder mit. Und sie hat auf jeden Fall einen Grund, auf meinem Hof erstmal zu bleiben und nicht zu gehen. Und dann habe ich schon mal einen Ersatzarzt, falls ich das brauche. So, ein Runenstein ist immer eine gute Sache. Jawohl. Ein schöner, teurer Runenstrein. So, was ist, wer ist denn Jarl Astrid? Die kann ich bestimmt herausfordern, weil sie irgendeinen Mist gebaut hat. Ja. Ich habe ja keinen Bock, die gerade herauszufordern. Das ist halt ein Ratsverwalter von irgendwem. Soll sie, was hat sie denn gemacht? Ah, sie ist Ehebrecherin. Ja, das ist mir egal, wirklich. Also, ich finde das prinzipiell gut, dass man einfach so Sachen sühnen kann. Aber ob irgendjemand irgendwem die Ehe bricht, ist mir halt echt wurscht. Wir könnten uns aber noch ein Königreich holen. Als Idee. Novgorod zum Beispiel. Wir haben ja einfach noch Zeit. Oder Wales. Ha, Wales ist halt so... England finde ich halt so schwierig, weil England ist so kulturell anstrengend, you know? Aber wir könnten auch England abschließen. Wir könnten auch England abschließen. Oh! Wir bekommen einen Hund! Oh nein, und ich bekomme noch zwei Kinder. Synchron. Wie nennen wir unseren Hund? Hundenamenvorschläge, let's go. Halt, wie direkt Kiba hier drin steht. Habt ihr nordische Namen? Oleg, finde ich. Fenrir. Eigentlich muss das Fenrir sein, oder? Also eigentlich müssen wir einen Hund im Norden, müssen wir eigentlich Fenrir oder Fenris nennen. Nox ist auch süß. Oh, Nox finde ich noch süßer. Nox. So. Ja, plündern könnte ich in der Theorie machen. That's true.
Ich würde auch gerne einfach Byzantien angreifen. Boah, ich würde mir so gern Byzanz einverleiben. Boah, ich würde so gerne einfach ganz. Ich würde einfach gerne das ganze Königreich Byzanz unterwerfen. Aber du kannst halt nur ein Königreich pro Leben unterwerfen und ich hab's halt schon. Also. Oh nein, die ist mit 14 ertrunken. Das war die Kleine in Jorvik. Diese ganzen Spielveranstaltungen sind so gefährlich. Holy shit. Die Kleine in Jorvik ist einfach... Och, ist das schade. Mann, ich fand die echt super. Ich fand die wirklich, wirklich super. Die Kleine. Die hat sich da echt gut angestellt, muss man echt sagen. Ja, dann kriegt's meinen Sohn. Dann kriegt's meinen Sohn. Es gibt nichts Riskanteres, als spielen zu gehen. Ich bin einfach nur froh, dass meine Tochter es überlebt hat. Also, das wäre beschissener gewesen, wenn die gestorben wäre. Aber trotzdem. Trotzdem. Mein Kind hat mal ein anderes ermordet auf so einem Treffen. Kinder sind grausam, Junge. Was? Holy shit. Warum ist dein Spieler ein Mörder? Vermutlich, weil er jemanden getötet hat. Also, man munkelt, dass es daran liegen könnte. Aber ich bin mir nicht sicher. Wir könnten uns hier Pollask einverleiben. Einfach so, weil wir es können. Wie sind denn hier so die Herzogtümer verteilt? Hier haben wir so die Königreiche und das sind so die Herzogtümer. Ey, wieso hat die keinen Bock auf mich? Warum hat die keinen Bock auf mich? Ich versteh's nicht. Ich bin so charmant. Ich bin so ein charmanter Kerl. Seht mich an. Ich bin so charmant. Ich versteh's nicht. So, wer kann da jetzt heiraten? Mein Sohn. Oh, ist der Gicht geplagt? Ah, das ist nicht so gut. Wie ist denn das zustande gekommen, dieses Verlöbnis? Hat er denn nicht mal eine andere Frau? Ach, der hat sich von der scheiden lassen, wie es aussieht.
Nee, das war eine Konkubine. Das ist eine Konkubine. Ach. Okay. Kriegen wir die getötet? Ja. Ja, ich konnte das nicht ablehnen, weil dann hätte ich dieses Bündnis da gefährdet, beziehungsweise der eine Dude hätte mich potenziell weniger gemocht. Das kann ich mir nicht leisten. Aber ich krieg sie halt getötet. Das ist die leichteste Art und Weise, eine Ehe zu beenden, die man nicht haben will. Sonst krieg ich wieder ein Mali, weil ich ein Verlöbnis gebrochen habe und das will ich nicht. Deswegen. Ich hätte gar kein Geld ausgeben müssen. Die hätte sich auch von sich aus schon angeschlossen. Die ist ein bisschen unbeliebt, wie es aussieht. Die hat nicht so, also, ja. Ja, wenn das wahre Liebe war, dann tut mir das auch leid, dass ich das jetzt beende. Aber wahre Liebe kennt Grenzen. Und die größte Grenze darin liegt halt darin, wenn ich als Vater sage nein. Das ist die größte Grenze. Okay, dann holen wir uns einfach mal Finnland, stückchenweise. Mein jüngster Sohn verkleidet sich als Bär, um Leute zu erschrecken. Mein König, schnaufte Ulfeld, während er auf mich zugestapft kommt und mein Kind Snorri am Ohr hinter sich herzieht. Dieses verfluchte Kind legte sich als Bär verkleidet hinter irgendwelchen Ecken auf die Lauer, nur um schreiend aus seinem Versteck hervorzuspringen und die Leute zu Tode zu erschrecken. Das ist ehrlich gesagt einfach nur urkomisch. Snorri, ihr werdet eine Strafe erhalten müssen. Ihr drangsaliert mein Kind, ihr seid hiermit verbannt. Das schert mich einen wirklich feuchten Kehricht. Also, ich hoffe halt, dass er ein Berserker wird. Wenn er sich jetzt schon wie ein Berserker fühlt, dann ist das doch gut. Ja, das Urkomisch will ich nicht nehmen, weil dann verlieren alle Höflinge 10 Meinungen von mir. Und das wäre echt nicht worth it, so. Aber ich kann mir das leisten, den einen Kämpfer zu verlieren. Ich verbann ihn. Ich habe ihn einfach mal rausgeballert. Ja, also ganz ehrlich, ich brauche niemanden in meiner Armee, hallo fuck, der Angst vor dem Kind hat. Like, du hast mir eine Tochter geboren. Eine sehr unbesondere Tochter. Hast du einen anderen Liebhaber? Es wirkt ein bisschen so. Alter, die haben noch ein Kind zur Welt gebracht. Wie viele Kinder kriegt er denn noch? Das scheint auf jeden Fall eine funktionierende Ehe gewesen zu sein zwischen den beiden. Die scheinen sich echt zu mögen. Junge,
Noch ein Sohn. Oh, ich hätte lieber eine Tochter gehabt. Sag ich euch ehrlich, ich hätte echt lieber eine Tochter gehabt. Noch einen Sohn finde ich jetzt nicht so gut. Das mit den Titeln, alles nicht so gut. Ah ja, dich müssen wir ja auch noch loswerden, ne? Den müssen wir auch noch loswerden. Und zwar im Optimalfall, bevor er Kinder bekommt. Vielleicht lasse ich ihn einfach hinrichten. Also vielleicht mache ich einfach so eine Mord. Todes-Dingster-Bumster-Intrige oder sowas. Dankeschön, Frosty. Alter, fast 4 Jahre. What the fuck? Dankeschön, Dankeschön. Ja, ja, es gibt sowas wie Mönchtum. Ja. Und da habe ich schon einen Sohn hingepackt. Den hier. Es gibt nicht so viele Mönchstitel, wie ich Söhne habe. Es gibt nicht mal mehr genug Bildschirm, wie ich Kinder habe. Das macht alles ein bisschen schwierig. Nennen wir es schwierig. Nice. Hallo Chima. Aber der wäre auch ein besserer Reichsgode, ne? Eigentlich. Der wäre auch ein besserer Reichsgode als mein jetziger. Bleibt der ein Gode, wenn ich ihn aus dem Godendings da wegnehme? Das müssen wir gleich ausprobieren. Hallo Shiny. In 2 Jahren können wir das rausfinden. Gut, dass wir uns jetzt auf jeden Fall Königstitel stückchenweise holen, weil wir brauchen offensichtlich mehr, damit ich alle meine Söhne, die noch übrig sind, mit Königstiteln versorgen kann. Und ich will halt nicht mehr enterben. Ich will nicht mehr enterben. Ist einfach zu teuer. Ist nicht worth it. Ist nicht worth it. So, wie lange braucht dieser Krieg?
Da haben wir schon mal 15. Oh, meine Vasallen mögen meinen Hund. Das ist sympathisch. Meine Belagerer wurden hier gerade getötet. Das ist ultra nervig. Der hat einen Bauernaufstand. Der kleine Junge hat einen Bauernaufstand. Und er will jetzt, dass ich ihm bei diesem Kack-Bauernaufstand helfe. Ist das sein Ernst? Dafür ist die Kleine gut geworden. Wir machen dich auf jeden Fall erstmal zu einer Schildmaid, meine Liebe. Und dann bitte kämpf für den kleinen Jungen, mit dem du verheiratet bist, weil der kriegt's nicht hin. Vielleicht schafft ihr das Land hier zu halten, wenn du die Armeen führst statt ihm. Mal so in der Theorie gesprochen. Weil anders wird das ja hoffentlich nix. Offensichtlich nix. Hallo, der Great Topson. So. Wann kann ich denn meinen Reichsgoden austauschen? Nächstes Jahr, I see. Oh mein Gott. Wie viel bumsen die zwei? Das kann doch nie sein. Ich habe die nordische Sprache viele Monde lang studiert. Diesen Brief habe ich persönlich in nordischer Schrift verfasst und euch gewidmet. Ein Freundschaftsbrief von jemandem, der auch Finnisch sprechen kann. Ich wünsche mir, dass unsere zukünftigen diplomatischen Beziehungen für uns beide von großem Nutzen sein werden. Wo ist die denn? Ah, da unten. Ja, das ist ultra süß, dass die Nordisch gelernt hat. Voll cute. Voll cute. So, das haben wir jetzt erledigt. Schweden frisst jetzt langsam Finnland da oben. Das finde ich ganz gut. Aber wie machen wir das jetzt mit dem? Weil ich kann dem keinen Titel geben. Weil er ein theokratischer Reichsgode ist. Ich kann den aus dem Godentum nicht rausnehmen, weil ich glaube, der bleibt Gode, oder? Oh mein Gott. Mein Onkel möchte endlich ein Bündnis mit mir. Wir haben endlich ein Bündnis mit Estland. Das ist ja praktisch. So. Die können jetzt heiraten. Das ist super. Gut. Wenn ich den jetzt... Bleibt der ein Gode, wenn ich ihn rausnehme? Bleibt der dann von... Also bleibt der dann grundsätzlich ein Gode von dem, wie er ist? Wisst ihr das? Oder kann er dann wieder erben? Der bleibt ein Gode. Wirklich?
Er kann wieder erben, hatte ich gestern auch. Ich kann nicht speichern und ausprobieren, ich spiele Iron Man. Das ist so scheiße. Ah, ich habe so viele Söhne, Mann. Ich habe so viele Söhne. Und das macht alles so viel anstrengender. Dankeschön, Airborne, für die 4 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ich habe so viele Söhne. Ich habe halt zu viele Söhne. Wie mache ich das jetzt mit den Gebieten? Wie mache ich das jetzt? Dankeschön, Bockwurst, für die 6 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe zu viele Gebiete. Wo packe ich die jetzt hin? Was mache ich mit meinen Gebieten? Söhne in den Kerker, bei mir sind sie nach durchschnittlich 7 Jahren tot. Ja, das ist ja grausam. Wenn ich den töten lasse, es ist so grausam. Alles, worüber ich nachdenke gerade, ist grausam. Das geht nicht mit dem Ein- und Alles-Geben. Das ist nicht machbar. Ich habe schon... Also normalerweise mache ich einfach... Dankeschön, Nayon, für die 3 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Normalerweise wäre ich jetzt einfach schon Kaiser, aber das bin ich nicht, weil ich versuche halt dieses Hochkönigreich der Nordsee zu gründen und das ist die Herausforderung gerade. Und ich will die halt nicht alle töten, aber ich habe so Angst, dass ich sterbe, bevor das Reich gegründet ist und dann bin ich Norwegen los, England und Dänemark. Und das wäre insane beschissen. Er verliert seine Erbrechte nicht nur, weil er nicht matrilinär verheiratet ist. Nur weil er matrilinär verheiratet ist, Busch. Das ändert ja nichts an der Erbschaft. Dann erbt das nur in eine andere Dynastie rein. Das ist noch schlimmer. Und es sind so viele gute Söhne. Alle the real. Schaffe ich es noch, 3 Königreiche einzunehmen? Ja, in der Primogenitur, aber die Primogenitur kriege ich erst. Also erst muss ich feudal werden. Und dann, wenn ich feudal bin, im Spätmittelalter, habe ich die Primogenitur. Das ist in etwa in 600 Jahren. Und ich kann nicht feudal werden, bevor ich nicht das Hochkönigreich habe. Ich will die ja nicht alle töten, Leute. Ich will die ja nicht alle random töten. Also ich versuche jetzt einfach
Ich versuche jetzt einfach noch Königreiche einzunehmen. Lokale Armee 11.800. Ja, moin. Ja, moin. Läuft, würde ich sagen. Kann ich da auch einfach jemanden mit in den Krieg rufen? Ja, ne? Ich könnte einfach den Dude aus Estland fragen oder den Dude. Irgendjemanden kann ich doch fragen, ob er mir da kurz aushilft. Okay, der hat da keinen Bock drauf. 150 Prestige gebe ich doch nicht aus dafür, dass mir jemand hilft. Oh, ich bin aber nur zu faul, es selber zu machen. Norwegen habe ich schon, Jelly. Also ich habe Norwegen, ich habe Schweden, ich habe Dänemark und ich habe England. Das heißt, ich hole mir jetzt noch Wales, Finnland und potenziell Alba und vielleicht Friesland. Ich hole mir einfach alles. Ich hole mir einfach alles, was ich mir holen kann. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Ich glaube, wenn das schief geht mit dem Achievement, dann starte ich einfach ein Waringer Abenteuer gegen das Byzantische Kaiserreich und fange eine neue Existenz unten in Byzanz an. Das ist jetzt einfach Plan B. Und dann sind wir wieder Erbschaftsprobleme mit Empire Britain, mit was? Einfach auswandern, yo. Einfach verpissen. Oh, ich sollte mich auch aus meiner eigenen Armee rausnehmen, sicherheitshalber. Ich habe einen Laufhund bekommen. Nice. Schöne Sache. Moin Moin, eine Frage. Ich meine, zu Beginn dieses Jahres oder vor ein paar Monaten hat Chioka angekündigt, ihren Streamplan anzupassen und zu ändern. Gibt es einen bzw. feste Streamtage? Oh Gott. Schon wieder schwanger. Ich streame normalerweise momentan immer ab 12, mindestens 5 Tage die Woche. Also Montag bis Freitag 12 Uhr und dann entweder bis 18 oder bis 20 Uhr, wie sich es ergibt. Und je nachdem, wie die Woche ist, manchmal an einem Samstag oder einem Sonntag oder manchmal fällt dann vielleicht auch mal ein Montag aus oder irgendwas in die Richtung. Aber grundsätzlich Montag bis Freitag bin ich ab 12 da. Und das kann dann ein bisschen variieren. Heute bin ich zum Beispiel ein bisschen länger da, weil wir halt später gestartet haben, weil ich halt so Struggles damit hatte, weil wir Werkstattprobleme mit dem Auto hatten und dann war ich halt erst 3 Stunden später da, als ich wollte, oder 2 Stunden. Das heißt, wir streamen heute bis 21 Uhr. Morgen bin ich nicht da, Sonntag bin ich nicht da und dieses Mal, also morgen bin ich wahrscheinlich nicht da und diesmal bin ich am Montag auch nicht da, weil wir am Montag nach Wiesbaden fahren. Das heißt, wir sehen uns dann erst Dienstag wieder. Dafür habe ich jetzt gestern ein YouTube-Video hochgeladen. Nee, vorgestern, heute. Und es kommt morgen eins und es kommt am Sonntag eins und es kommt am Montag eins. Also wir versuchen da irgendwie durcheinander zu funktionieren. wäre morgen nicht D&D,
Im Februar jetzt schaffen wir den DOD-Termin leider nicht, Miro. Und am Donnerstag nächste Woche, exactly, am Donnerstag nächste Woche haben wir, da kommt, für nächste Woche kommt sowieso noch ein Streamplan, weil nächste Woche wird richtig wild. Also ich bin Montag nicht da, weil wir halt ein Projekt, da gibt es ganz viel Behind the Scenes auf Instagram am Montag dann und da kommt dann auch noch ein Video dazu. Aber wir haben ein ziemlich fettes Projekt und dafür fahre ich nach Wiesbaden. Und am Donnerstag haben wir ein ziemlich fettes Total War Warhammer 3 Event, wo wir zu 8 das neue Warhammer spielen. Und nächste Woche startet, wie es aussieht, auch die Zweierkampagne von Maurice und mir, die jetzt zukünftig einmal die Woche passieren wird mit Total War Warhammer 3. Und parallel spielen wir den Spielstand aber auch weiter. Ja, wir haben jetzt leider, also wir haben Februar leider nicht geschafft. Ich muss morgen einfach, also ich bin morgen wahrscheinlich nicht da. Hä, warum sehe ich hier nichts? Krass, da kommt man nicht ran. Wo muss ich denn dann hier Dinge einnehmen? Erst da drüben? Okay. Genau, und ich habe Ende Februar habe ich eine Operation. Und deswegen schaffen wir D&D die Woche nicht, also diesen Monat nicht, weil ich am 23. operiert werde und dann halt leider zwangsweise, unabhängig davon, ob ich das will oder nicht, eine Woche komplett frei machen muss. Und ja, das alles noch ein bisschen durcheinander bringt, noch ein bisschen mehr. Es ist bis jetzt erst eine Folge leider von Weltenbeben auf YouTube. Die andere kommt aber nächste Woche auch. Hallo SGS. Dankeschön, Manu. So. Jetzt verliere ich hier den Krieg, weil der so viele Verbündete hat und ich einfach nicht gegen so viele Verbündete gleichzeitig gehen kann. Alter, ich habe noch eine Tochter bekommen. Das ist einfach nur krass. Hä, hat er das nicht angepackt? Es sind einfach zu viele Sachen von allem, gerade für meinen Geschmack. So, dann machen wir jetzt hier auch Belagerer stationieren und dann geh bitte einfach weiter, damit wir hier parallel Kriege führen können. Das ist einfach nur nervig, was hier gerade abgeht. Schicke ich da meine ganze Armee rein, ey. So den überzähligen Söhne in den Krieg berufen, das sind Kinder. Das sind fucking Kinder. Oh, die ist im Knast.
Habe ich nicht gedacht, dass das passieren könnte. Kann ich die aus dem Knast befreien? Ich frage für einen Freund. Ja, das mit der Dominanzschwelle sehe ich. Das ist mir absolut bewusst. Ich habe nur gerade keine Zeit für meine Dominanzschwelle. Leute, ich will meine Söhne nicht einfach so töten. Wie oft muss ich das denn noch sagen, bevor mein Chat aufhört, mir die ganze Zeit zu schreiben, wie ich meine Söhne in Schlachten töten kann? Ich kann sie auch einfach enterben. Ich kann sie in den Kerker werfen und hinrichten. Ich kann Mordintrigen gegen sie machen. Ich habe einen sadistischen Charakter. Wenn ich sie loswerden will, werde ich sie los. Ich habe doch vorhin gesagt, ich will sie nicht einfach alle töten. Ich weiß einfach nur nicht, was ich machen möchte mit ihnen. Ich habe mich einfach nur nicht entschieden. Bitte hört auf zu backseaten. Dankeschön. Ich weiß es einfach nur nicht. Den will ich nicht loswerden. Genau, das war der, bei dem ich nicht weiß, ob ich ihn loswerden möchte. Mal gucken. Mal gucken, ob die sterben. Wir werden sehen. Wenn der das überlebt, dann überlebt das. Aber ich will die nicht irgendwie absichtlich wo reinschicken. Aber die werden das wahrscheinlich trotzdem einfach... Also... die werden trotzdem nicht sterben. Die sind einfach trotzdem nicht schlecht genug, um zu sterben. Jetzt ist er einfach nur gefangen genommen worden. Jetzt kostet es mich einfach nur Geld, den loszuwerden. Katastrophe. Ich sollte einfach das Backseaten vergessen und ignorieren. Dann hätte ich wahrscheinlich nie so viele Probleme. Hallo Lies. So. Das war teuer, das nervt. Jetzt habe ich einen neuen Reichsgoden. Und damit kann der jetzt wieder erben, ne? Ich brech weg. Und damit kann der jetzt wieder erben. Mm-hmm.
Das sind zu viele Söhne. Es sind zu viele Söhne. Und dieses Land ist so unübersichtlich und arm. Ach super, mein Spielererbe ist jetzt schon ein Mörder. Na, großartig. Das fängt ja super an. Das ist ja Weltklasse, dass der jetzt schon ein Mörder ist. Und jetzt hat er das Gebiet da hinten wieder befreit, weil mich die andere Armee aufgehalten hat. Ich breche weg. Ich breche weg. Dieses Kackland. Dieses Kackland lässt sich einfach nicht einnehmen. Ja, I don't care. Ich hab den jetzt einfach enterbt. Das ist einfach mit der Erbfolge eine Katastrophe. Es sind einfach zu viele Söhne. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Was soll ich tun, Leute? Es ist ja nicht böse gemeint, aber es sind einfach zu viele. Das ist vielleicht der Zeit, wo ich ein Zölibatsgelübde loslege. Patriarch, das sind ja auch viel zu viele Töchter. Hör auf zu pimpern. Das ist... Nein, ich will keine Skandinavierwahl. Ich will keine, niemand will eine Skandinavierwahl. Ich will keine Wahlen. Das hier ist keine Demokratie. Ich will einfach nur, dass dieser Krieg endlich endet. Dieser völlig lächerliche Krieg. Der Dude hat 5 Mann. Aber der Dude hat lauter Nervensägen, die da für ihn wieder Gebiete einnehmen. Und ich kann's nicht. Und dieses... Und es geht so lang um die Ecke, dieses ganze Gebiet, dass ich den Scheiß einfach nicht fertig bekomme. So, jetzt. Bitte. Bitte macht es fertig. Ich will diesen Krieg nicht mehr. Ich wollte doch einfach nur ein Land mehr für meine Söhne. Bitte. Bitte. Los jetzt. Jetzt müsste das doch weg sein. Los. 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 Prozent, das ist nicht deren Ernst. So, da gibt es jetzt die ersten Fraktionen gegen mich. Der Dude mag mich also nicht. Ist das so?
Ja. Schenkt deine Frau. Alter, der hat schon wieder Armee ausgehoben. Der hat schon wieder... Woher nimmt er die Armee die ganze Zeit? Wo kam die Armee her? Der kann doch nicht... Wo kam die her? Der kann die doch nicht aus dem Boden zaubern. Wenn da alles schon eingenommen ist. Das kann... Dieses widerspenstige Finnland. Dankeschön, Dion, für die 3 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Endlich. So. Und jetzt hätte ich bitte gern meinen Sohn zurück. Genau den. 50 Gold für einen enterbten Sohn. Der mich nicht mal mehr mag, weil ich ihn enterben habe lassen. So. Und dafür, dass du mich nicht magst und mir hier die Ohren voll geheult hast, dass du mich nicht magst, kriegst du jetzt von mir hier... Was auch immer das da ist, was ich da eingenommen habe. Wo bist du denn jetzt? Das war der, ne? Mit den vielen Kindern, der mein Reichsgode war. Da kriegst du Finnland. Viel Spaß. Schau, und schon liebt er mich wieder. Es geht so schnell, es geht so leicht, es geht so schnell. Für deine Söhne ist es besser, die können jetzt was erben. Deine Frau ist jetzt nicht mehr die Frau von einem Reichsgoden, sondern Oberhäuptling. Na, sei ein bisschen dankbar. Sei ein bisschen nett, sei ein bisschen dankbar. Siehste, zahlt sich doch voll aus, dass du da so nett zu mir warst. So, der gehört jetzt auch mir, der hasst mich. Warum hat er seine Gebiete behalten? Hätte ich die ihm nicht abnehmen können? Wenn ich gerade gar nicht. So, kriege ich das auch noch alles? Ah, ich habe ihn unterworfen. Das war's. Ja, aber das können wir uns auch noch holen. Ah, nicht alle. Nein, 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 stopp. Stopp, stopp, stopp. Stopp, 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 bitte nicht alle. Bitte nicht alle, das ist viel zu viel. Ich brauche keine, weiß nicht wie viel, Mann. Nicht alle, wir wollen nur lokale Armee. Okay. Aber keine 20.000 Mann, ey. Gut. Ja, das läuft doch gut. Schweden frisst jetzt langsam das nächste Königreich. Wie viel fehlt mir denn da noch für das Königreich? Finnland. Nicht mehr so viel. Also das habe ich gleich. Dann habe ich gleich Finnland. Lul. Ja. Lul. Dann habe ich gleich Finnland. Die lokalen 5.000 reichen. Es sind lokale 7.500. Ich bitte dich, können wir, was das angeht, ein bisschen realistischer sein? Wo ist meine schöne Kampfmusik hin? Alter, das Spiel trollt mich. Ich krieg bei meinen Kriegen jetzt nicht mal mehr Kampfmusik, weil das Spiel sagt, diese Kriege sind nicht mehr spannend genug. Oh. Oh.
Gebt mir den wunderschönsten nordischen Namen, der euch einfällt. Für diese kleine, zarte Blume meiner Dynastie und Tochter meines Erben. Brixa. Ey, ihr seid widerlich. Pia ist auch kein nordischer Name. Finde ich Pia nicht schön. Hertha. Ellen. Ellen ist schön. Freya ist... Also die könnte man schon fast nach einer Göttin benennen, oder? Freya, also die könnte man schon fast nach einer Göttin benennen. Die hat das eigentlich schon fast verdient. Ja. Freya ist schon schön. Tiara, boah, Tiara ist auch schön. Ich hätte das halt eher so geschrieben, weil das sieht ein bisschen nordischer aus als mit dem Y. Aber das finde ich auch schön. Geil. Dankeschön. Was für ein hübsches kleines Engelchen. Boah, ich wünschte, ich hätte statt den Stattlich-Perk einfach den Herkules-Perk von meinem Sohn. Dann wäre das mit dem 72 Jahre alt werden überhaupt keine Herausforderung. Aber ja, Wünsche werden nicht so leicht erfüllt. Leider. Wünsche werden nicht so leicht erfüllt. Alter, wie mein ganzer Dings ist voll. 25 Gold. 10 Gold. 10 Gold. 25 Gold. Ich bin einfach reich. Ich bin einfach reich. 10 Gold. Hallo Ralf. Olaf hätte ich gefühlt, ihr seid grausam. So, was haben wir da noch? Nochmal 10 Gold. Geiseln sind so eine tolle Einnahmequelle. Yo. Und nochmal 10 Gold. Dankeschön, Budlife, für die 43 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Und nochmal 50 Gold. Die hasst mich immer noch, ne? Vielleicht verschenke ich die jetzt einfach irgendwo anders hin. Der hasst mich auch. Habe ich irgendeinen befreundeten Herrscher, dem ich da vielleicht einfach... Ja. Hallo Pika. Ich bin halt mittlerweile zu alt, um mir Konkubinen zu halten, die mich hassen. Das ist mir mit den Intrigen, die da dann gegen mich gehen. Oh, mein Sohn, das ist ein krasser Dude, ey. Das ist mir mit den Intrigen, die gegen mich gehen, ist mir das einfach zu stressig. Wen haben wir hier? Dich rekrutieren wir an den Hof. Dich rekrutieren wir auch an den Hof. Dich rekrutieren wir auch an den Hof. Ach, guck mal. Der will von uns weglaufen da mit seiner Armee. Warum wir keine 100% hier haben bis jetzt? Ah, weil das beide Gebiete sind.
Weil das beide Gebiete sind. Und dann haben wir auch gleich Finnland. Das ist doch schön. Artefakte haben niedrige Haltbarkeit. Reparieren. Reparieren. Und reparieren. Ich habe, glaube ich, auch keinen Dings gerade, oder? Ah, da könnte ich meinen Sohn einstellen, kriegt da ein bisschen Lebenserfahrung. Da könnte ich meinen Cousin reinsetzen. Dann kriegt der da so ein bisschen was. Mein ganzer Hof ist voll besetzt, das ist wundervoll. Einen Hofbaumeister brauchen wir nicht, wir bauen nicht so viel. Okay, und damit haben wir das. Geil. Dann gehen wir wieder zu diesem wundervollen Sohn von mir. Und geben dem auch noch dieses Häuptlingstum. Hat jetzt zu viele Titel, aber das macht nichts. Und ich müsste jetzt in der Lage sein, eigentlich nein, Königreich von Finnland. Herzogtum von Finnland? Hä, warum sollte ich denn das Herzogtum von Finnland gründen, wenn ich das Königreich von Finnland gründen kann? Ich habe nur die Befürchtung, dass wenn ich das gründe, dass mir dann jemand sagen wird, dass ich zu viele Königstitel trage. Und das wird safe passieren. Aber ich habe so viele Königstitel, ich verliere trotzdem Norwegen, weil noch immer, wirklich, warum? Ach Gott, ich komme ja nicht mal in die Erbteilung ran, ne? Die bräuchte ich. Wie komme ich denn an die? Ich brauche... Oh, dafür muss ich feudal werden. Zu viele Königstitel geht nicht. Königstitel haben keine Grenze. Ja, dann. Ja, dann. Dann haben wir jetzt einfach noch einen Königstitel, weil es sind ja erst 5. Und das ist ja, also Hallöchen, Ave. Okay. Was wollen wir noch für ein Königreich haben? Vielleicht hier? Vielleicht noch Powys und dann Wales? Es ist einfach... Ui, warte mal. Der hat ein bisschen mehr, Mann. Ja, ja. Da müssen wir potenziell unser Armee-Ding lieber hier unten ausheben und hier alles ausheben. Wir werden da ein bisschen mehr brauchen gegen den Dude. Und das braucht auch ein bisschen, bis er sich aushebt. Aber das sollte rechtzeitig da sein. Manche sammeln Magic-Karten, Pia sammelt Königreiche. So. Hey, war das nicht die, mit der ich die ganze Zeit geflirtet habe? Oder war das eine andere? Nee, mit der habe ich die ganze Zeit geflirtet. Mit der wollte ich eigentlich eine Verführung angehen. Aber das geht ja gar nicht mehr, weil ich zölibatär bin. Ach, schade. Ich hatte mich mit der so gut angefreundet. Aber vielleicht möchte sie mich noch, möchte ich vielleicht noch Französisch lernen. Jawohl. Lass uns Französisch lernen. Wer kennt ihn nicht? Den nordischen Herrscher, der erstmals Französisch lernt. Alter, diese ganzen Armeen. Und wenn meine Armeen ausgehoben sind, mache ich immer noch Plus und nur minus 0,5 Prestige.
Der ist halt insane. Nimm dich bitte aus der Armee raus. Das ist völlig irrelevant. Also das ist literally völlig irrelevant. Ich werde nicht sterben. Und ich sage das nicht, weil ich größenwahnsinnig bin. Ich habe keine Chance, diesen Krieg zu verlieren. Ich meine... ich habe keine Chance, diesen Krieg zu verlieren. Ich könnte, glaube ich, at this point, könnte ich einen Kreuzzug besiegen alleine. Und das ist nicht mal ein Scherz. Ich bin auf 31.000. Oh, lol. Ich habe den Erben. Gut. Ah, es tut so weh. Es tut so weh. Ah. Es ist so schön und es tut auch gleichzeitig so weh und es ist auch einfach gleichzeitig wunderschön. Und ich liebe auch einfach alles dran. Oh, der kriegt jetzt dumme Kinder. Oh nein. Aber es ist nur ein dummes Kind bis jetzt, oder? Oh nein, da ist noch ein dummes Kind. Der bekommt jetzt begriffsstutzige Kinder. Es hat so gut angefangen. Mit meiner Enkelin hier. Komm, ich bild dich aus, dann wird zumindest eine von den Kindern hier klug. Es hat so gut an... Was ist das für ein wundervolles Kind? Und dann hat er neu geheiratet und... Warte mal, hat er jetzt schon wieder neu geheiratet? Oh, die ist gestorben. Immerhin ist die gestorben, aber er hat jetzt schon die dummen Kinder. Oh nein. Alle nordischen Gemeinden und Charaktere in eurem Reich werden schwedisch. Unser Volk hat in den rauen Ländern Skandinaviens schon immer überlebt und Reichtum gefunden, indem es gehandelt, geplündert und sich als Söldner verdingt hat. Mit der Zeit wurden wir sehr wohlhabend und immer häufiger ließ sich unser Volk dauerhaft in festen Siedlungen nieder. Nun entfernen sich diese Siedlungen kulturell voneinander, da sich die Traditionen und sogar die Sprache immer mehr den Anforderungen ihres neuen Lebenswandels anpassen. Die Nordmannen werden vereint bleiben. Wir müssen vor allem unseren eigenen Wohlstand sichern. Alle nordischen Gemeinden und Charaktere in eurem Reich werden schwedisch. Ich könnte ganz England schwedisch machen. Mit diesem Schlag wäre Norwegen schwedisch, Schweden schwedisch, Dänemark schwedisch, Finnland schwedisch und England schwedisch. Ist die jetzt mein Kulturoberhaupt? I doubt it. I doubt it, dass die mein Kulturoberhaupt ist. Das wird sich ziemlich sicher gleich wieder switchen. Und jetzt wann... Oh mein Gott. Also das ist jetzt schon alles schwedisch. Und das wird gerade alles schwedisch. Das ist jetzt noch angelsächsisch und wird gerade schwedisch. Das ist schon schwedisch. Und das wird jetzt auch schwedisch. Es ist einfach Ikea im Mittelalter. Nur die schon nordisch sind. Ja, aber da ist der Einfluss ja auch schon da. Das ist jetzt blau gestrichelt. Das wird jetzt alles schwedisch. Das ist Weltklasse. So, warum habe ich da jetzt kurz die Meldung, dass ich nicht Kulturoberhaupt bin? Ah, wir haben gerade keinen Kulturoberhaupt. Ach so, weil wir gerade... Ich muss wahrscheinlich einmal laufen lassen dafür. Ja, ich muss erst mal gucken. Das ist mein Cousin und Schwager. Das ist ein Vasall in meinem Reich, okay. Wie ist das sonst aufgeteilt? Jorvik hat einer meiner Söhne, der ein bisschen geprügelt wird gerade, wie es aussieht. Wem gehört Chwitze? Chwitze gehört Agathe. Die ist benachbart. Okay. Ja, wem gebe ich denn dieses Reich da jetzt? Mache ich Mercia einfach noch stärker? Ich denke mir,
ein starkes Mercia, das alle vereint. Aber der hat schon drei Herzogtümer. Das ist ein bisschen zu unbalanciert, um das mal so zu formulieren. Habe ich noch jemanden, dem ich was geben kann? Ah, nee. Der ist 35. Ah, der ist Finnisch. Gut, dann machen wir das mal so. Ich brauche einen nordischen Champion. Einen schwedischen Champion, der Kinder hat. Gott, ich habe jetzt so viele Finnen. Dann nehmen wir doch den alten Mann hier. Dann verliere ich meine Hofärztin, aber das ist in Ordnung, weil der alte Mann ist prinzipiell ein guter alter Mann. Der mag mich und der ist asatruisch und schwedisch und das ist wichtig. Und dann setze ich den hier rein. So. Und dann kriegst du noch eine Konkubine. Die sind alle zu alt. Dann musst du dir selber eine Konkubine suchen. Und ich brauche jetzt einen neuen Erzeugwart und eine neue Hofärztin. Aber ich hatte ja die eine schon an den Hof geholt. Genau die. Die hatte ich ja schon in den Hof geholt. Deswegen ist das voll entspannt. Und dann brauche ich einen neuen Erzeugwart. Und ja, nehmen wir auch die Hofärztin für. Und dann passt das. So. Okay. Bin nicht mehr über meinem Dingsterbumster. Das ist gut. Und dann erklären wir dem hier den Krieg. Für erstmal das Untere. Mein Sohn ist ein bisschen geprügelt gerade, ne? Aber das kriegt er schon hin. Das ist ein guter Krieger. Oder nehmen wir da vielleicht mal ausnahmsweise einen anderen. So, jetzt bin ich wieder Schwedens Kulturoberhaupt. Hat sich jetzt was verändert? Küstenkrieger, Tingtreffen, Auftrittsehre, Tingtreffen. Oh nein, die 2000 Prestige, die wir ausgegeben haben, ist verloren gegangen. Aber wir können jetzt hier Dinge anpassen. Wir könnten jetzt die Kriegsführung ändern. Aber dass wir 2000 Prestige jetzt quasi verloren haben, ist sad. Also das ist wirklich sad. Das ist jetzt durch den Kulturswitch, hat er das leider nicht gespeichert. Das müssen wir gleich gucken. Aber was wir auf jeden Fall, das ist also, ich finde die Idee, dass die Kriegsführung, wenn wir die Kriegsführung auf nur Männer lassen, auch wenn unsere Religion und unser Herrding sagt, dass Frauen bevorzugt sind, aber nur Männer die Kriegsführung standardmäßig machen, aber wir die Auftrittsehre behalten, dann sind Frauen die Herrscherinnen und können, wenn sie gut genug sind, um eine Schildmaid zu werden, trotz allem total entspannt in der Armee kämpfen. Und ich glaube, das ist die Art der Kultur, auf die ich jetzt gerade hinarbeiten möchte. Weil ich glaube, dass das lustig wäre zum Spielen. 2000 Prestige dafür, dass alle schwedisch sind, hört sich nach einem okayen Preis an, to be honest. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hatten wir uns wieder auf Krempelknecht geeignet? Ja, wir hatten... wo ist denn die Armee hin? Hat er seine Armee aufgelöst? Oder ist die gerade weggelaufen und ich habe es übersehen? Ach, er ist weggelaufen und ich habe es übersehen. Nice, Bildung um 2 erhöht von ihr, geil. Die ist gegangen. Wie viel brauchen wir denn für dieses Königreich? Für Wales. Und gar nicht so viel. Das kriegen wir auch ganz entspannt eigentlich. Ich kann auch Titel Herzogtum von Finnland schaffen. Aber wofür?
Dann kann ich Bündnisse aushandeln. Das brauche ich auch nicht. Da können lauter Leute können eingesperrt werden. Aber die, mein Sohn, was hat er denn gemacht? Ach so, das sind Bündnisse. Ich Idiot. Ich dachte gerade, der kann eingesperrt werden und war so, hä? So, wir reparieren diese ganzen Artefakte. Wir sind ein richtiger Artefaktsammler. Wir können bald einfach an jeden König in den in der uns bekannten Welt Artefakte schenken. Oh, guck mal, hier haben wir schon wieder ein Kind, für das wir Geld kriegen. Kinderhandel ist auch einfach so rentabel. Alter, und wie die über alles drüber mähen. Wie die über alles drüber mähen. Einfach mit 14 Champions einfach weg und weg. Das ist insane. Es ist so krass einfach. Holy shit. Einfach weggemäht. So, und wir wollen das hier einnehmen. Ja, und dann müssen wir feudal werden. Ja, mache ich auch. Informant mache ich auf jeden Fall auch. Kann ich eigentlich auch jetzt gerade so nebenbei machen. Ich könnte mal wieder eine Jagd veranstalten. Da ist die Chance relativ gering, dass was schief geht. Relativ. Und ich kann meine Gottheit ändern. So, dann nehmen wir nebenbei den Krieg ein, das ist entspannt. Wobei wir uns auch... Ha, wir können uns kein Kriegvolk mehr holen. Wir haben das Maximum leider. Weil ich halt dann auch Onaga eigentlich haben möchte. Oh mein Gott, Leute. Wir haben gerade noch Jungjäger bekommen. Oh ja, das gibt noch mal einen Gesundheitsbonus. Das ist super. Mit 72 müssen wir werden, 10 Jahre noch. Ich gehe mal parallel auch auf Glauben. Weil potenziell, nachdem wir uns den Titel geholt haben, könnten wir instant feudal werden noch mit dem Dude. Ah, nein. Für das Reformieren, das wäre doof, weil dann bringe ich meine Erbfolge durcheinander. Weil ich möchte ja immer noch Frauen bevorzugend spielen und das wäre der absolute Horror. Weil dann habe ich alle meine Söhne umsonst enterbt oder vererbt oder sonst was. Meine älteste Tochter ist gestorben? Ach stimmt, das ist ja schon länger her. Die sah der anderen nur so ähnlich. Ich dachte gerade, da wäre noch jemand gestorben. Aber die sind noch recht fit, alle. Oh nee, der Kleine hatte Krebs. Da ist ein wahnsinniger, dummer Sechsjähriger. Der hat einen echt guten Erben. Und jetzt hat er... Oh ja, gut, der ist auch ein guter Erbe. Kann man nichts sagen. Und man könnte da jetzt einfach eine Verbindung schaffen, um später in meiner Dynastie Frieden zu umzusetzen. Mit Ingfrid und Aslaug. Das heißt, genau, Ingfrid, Aslaugs Tochter, die würden wahrscheinlich inzüchtig werden, aber das macht nichts. Damit schaffen wir hier schon mal eine gute Basis. Ich will nicht, dass du ruhig wirst. Du bist schon nachsichtig. Und jetzt auch noch ruhig. Auf was hast du denn ausgebildet? Verwaltung.
Wir wollen dich kriegerisch, meine Kleine. Wir wollen dich kriegerisch. Und nicht in Verwaltung haben, ja, ja. Boah, nachsichtig müssen wir wegbekommen noch. So. Und jetzt habe ich hier... Genau, bei dem Sohn hier, mit seinem Dingsterbumster, habe ich jetzt ein Bündnis geknüpft mit dem. Und das ist... da drüben ein Kind. Das da war das, ne? Genau, das ist seine... Schwester, das ist gut. Damit sind die schon mal wieder verbündet, damit die sich nicht später die Köpfe einschlagen. Das wäre nämlich nicht so gut. Und dann haben wir hier ein Kind. Wer ruft mich da in den Krieg? Ja. Mein Onkel. Was ist das denn für ein Krieg, den du da führst? Ach, der will da was einnehmen. Ja, das machen wir. Aber erst muss ich hier meinen Krieg schnell beenden. Ich habe irgendwas übersehen. Ja, das untere Gebiet sollte ich noch einnehmen. Braucht der wirklich meine Hilfe bei dem Krieg? Das bezweifle ich so ein bisschen. Ach, das war gar nicht... Doch, das war mein Onkel. Nur gucken, dass ich nicht in meiner eigenen Armee bin. Das traue ich mir jetzt langsam nicht mehr zu. So, welche Tochter will der jetzt zum Spielen haben? Ja, wenn die stirbt, dann bin ich potenziell noch ein Kind los. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe das gerade nicht gesagt. Ich leugne alles. Ich habe das gerade nicht gesagt. Ich habe das gerade nicht gesagt. Ich leugne alles. Clip that, nein. Ich bin keine Rabenmutter. Ich bin ein Vater, wenn dann. Und, was denn? Die meisten meiner Kinder haben unfassbar tolle Perks. Wir haben bald zusammenlaufendes Blut. Ich warte nur noch ein bisschen, bis ich mehr habe, damit ich im Zweifelfall oder im Worst Case nochmal jemanden enterben kann, falls es notwendig ist. Und das Dutzend dumme Kinder, ja, die werde ich noch los. Also der wird wahrscheinlich einfach sterben, wenn der so lange im Knast sitzt. Und ich helfe da ein bisschen nach. Und sonst ist es, die ist schon gestorben. Die ist ertrunken. Und sonst sind keine dummen Kinder übrig, glaube ich. Ja, das ist das letzte dumme Kind. Aus dieser furchtbaren, unzüchtigen Ehe meines Sohnes. Und dann... ist die Dummheit auch kein Teil meiner Dynastie mehr und alles ist gut. Also. Das passt. Der ist auch, weiß ich gar nicht, ob der auch ein Sadist ist. Mal gucken. Nur der ist hinterlistig, tapfer und stur. Was mich daran erinnert, dass ich dem ein Artefakt schenken kann. Die Krone meiner Großmutter. Bitte sehr. Trage es mit Stolz.
Ich kann die nicht anlegen, wie es aussieht. Aus irgendeinem Grund. Ah, jetzt hat das... Weiß nicht, ob er es hingenommen hat. So. Wir haben vulgärisch gelernt. Wofür auch immer. Ich dachte, ich lerne Französisch und habe vergessen, dass die gar kein Französisch spricht, sondern nur ihr Ehemann. Ups. Vielleicht hätte ich weniger auf die schöne Königin schauen müssen und ein bisschen mehr auf den Inhalt, um den es sich dreht. Naja, passiert, ne? Hallo Asghabi. Es kann sein, dass du ziehen musst. Ich kann nicht ziehen. Ich glaube auch, es ist ausgewählt, aber... Nee, ist es nicht. Es ist offensichtlich verbuggt. Ich dachte auch einfach eigentlich, dass es einfach ein Ausstellungsstück ist für einen Thronsaal und dass ich es deswegen nicht anziehen kann. Das sind Kinderspielzeuge. Oh! Das sind Kinderspielzeuge. Das heißt, das könnte ich einem Kind schenken. Das heißt... Hallo Tyra! Hallo, du bekommst eine ein wunderschönes Dingsda-Bumster. Wieso kann ich das nicht auswählen? Na, das obere geht zumindest. So. Okay. Das wird da unten gerade wieder befreit. Und das nervt mich massiv. Oh Mann, ey. Ich kann halt nicht sagen, ich will nur 10 Leute oder so haben. Jetzt hebt er da wieder alles auf. Aus, was irgendwie geht. Wegen 340 Mann. Ich brauche halt nur 500 Mann, so. Und jetzt muss ich hier alles ausheben. Es braucht wirklich noch so einen Button mit Hebe X Leute aus, so. Das wäre extrem gut. Oh Gott, Standinho, what the fuck? Dankeschön, vielen lieben Dank für die 81 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Danke, danke, danke schön. Vielen, vielen lieben Dank. Alter, wie lang schon. Wie lang einfach schon. Wenn wir den jetzt getötet oder festgenommen bekommen, ist der Krieg auch vorbei. Schade. Wäre cool gewesen. Wie lange musst du noch überleben? 9 Jahre. 9 Jahre. Und seitdem der gute Hand of Blood dich geradet hat. Alter, das ist so ewig lang her. Das ist so insane. Ja, machen wir auch gerade das Ding.
Es ist so ewig lange her einfach. Krass. Ultra krass. Ja, das habe ich schon gemacht, Kordok. Aber ich brauchte ja eine zweite Armee gerade. Nice. Ich bin das andere dumme Kind losgeworden. Das eine wurde hingerichtet. Das andere ist verloren gegangen. Und jetzt bleiben nur gute Kinder übrig. Sehr schön. Und die jetzige Frau, die er hat, ist Gott sei Dank auch nicht mehr dumm. Dass da noch mehr so Kinder entstehen könnten. Man hätte dieses ganze Leid ja auch einfach verhindern können, wenn mein Mordkomplott gegen diese Ehefrau, die er hatte, funktioniert hätte. Aber der ist leider schiefgegangen. Also musste ich die Kinder loswerden. Wie geht ein Kind verloren? Ja. Dankeschön, Cookie, für den Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Waren das nicht drei? Nein. Die ist klug. Der war okay, die war okay, die war begriffsstutzig, die war okay, den habe ich gerade erledigt. Der ist okay, der ist okay, der ist okay, der ist okay. Sonst ist, glaube ich, nichts Dummes mehr in meiner Dynastie. Also sollte da noch was sein, dann... Oh nein, übel zugerichtet. Mit 10. Ist auch grausam. Was eine grausame Welt. Der ist appetitlos, das ist alles fein. Der hat Krebs bekommen, leider. Keucher ist auch voll fein, so. Aber dumm oder begriffsstutzig ist halt wirklich kritisch. Also, das ist halt wirklich kritisch. Dankeschön, Cookie Warrior, für den Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Und Dankeschön, Sephiron, für die 8 Monate. Und einen wunderschönen Aufenthalt hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Da kommt gerade mehr Armee auf uns zu, als ich will. Da kommt gerade, das sind Söldner. Das sind Söldner. Okay. Wir kommen wieder. Das sind jetzt aber ein bisschen mehr Truppen als davor. Und ich glaube, das ist ein paralleller Krieg. Also das sind nicht mal nur, die sind gar nicht mit mir direkt im Krieg. Aber sie können für mich problematisch werden. Und deswegen lieber die Armeen mal auch richtig ausheben, um nachzuschauen, was da los ist. Bevor hier irgendwas, irgendwer zu Schaden kommt. Und die Armee schicken wir hier wieder runter, bevor die versuchen, da irgendwas zu machen. Aber da waren gerade irgendwie zwischen 7.000 und 9.000 Mann. Ist das Alba gewesen? Ja, wahrscheinlich. Ja, weil ich neben Alba dran stehe. Dann stellen wir unsere Armee einfach mal lieber sicherheitshalber da ab. Einfach nur, falls Alba vorhaben sollte, auszuscheren. Ich meine nur Plündertrupps. Ja, aber Plündertrupps können trotzdem mich töten. Das ändert ja nichts daran. Plünderertrupps können mich trotzdem, wenn ich in die aus Versehen reinlaufe, oder die rennen aus Versehen in mich rein,
dann zerschlägt mich der Plündertrupp mit Pech trotzdem. Und das wäre sehr ärgerlich. Deswegen lieber auf Nummer sicher gehen. Dankeschön Easy Life für den Prime Sub übrigens. Dankeschön Daichan für die zwei verschenkten. Alter, wie viele waren das denn gerade? Ho. Und ein Bibi-Rülpser. Dankeschön Dasvenny für die 2 Monate. Dankeschön Cookie Warrior für die 100 Bits. Dankeschön Florian für die 5 verschenkten Subs. Dankeschön Daichan für die 2. Dankeschön Cookie für die 5 verschenkten Subs. Dankeschön. Oh mein Gott! Ah. Was war das? Nicht gehört? Nein. Oh, ich habe, ich kriege einen Herzinfarkt. Spielst du gar keinen Tag auf mehr? Doch, aber ich war gerade scheißen. Da dachte ich, auf dem Rückweg komme ich hier vorbei. Na, am Scheißen meinst du? Ja. Nein, ich habe dich nicht gehört.